Heute in der Sendung Schlemmen, Einkaufen, Ausprobieren. Die Erlebnis- und Einkaufsmesse in verendet. Außerdem der Gut Adolfshof in Lehrte. Wir besuchen einen der ältesten Höfe Niedersachsens. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin für Hannover und die Region. Silikonspülbürste, Wildschweinwurst oder Gartenschere. Auf der Infa sind allerlei Konsumgüter zu finden. Und das seit 70 Jahren. Angefangen als reine Hausfrauenmesse ist die Infa heute die größte Erlebnis- und Einkaufsmesse Europas. Gestern ging die Infa mit einem BesucherInnen-Plus zu Ende. Was es in diesem Jahr auf der Infa zu entdecken gab, das zeige ich Ihnen jetzt. So, wir sind endlich angekommen auf Europas größter Einkaufsmesse, die Infa. Denn sie wird 70 und wir wollen ihr zum Jubiläum gratulieren und mal schauen, was es in diesem Jahr alles so zu entdecken gibt. Auf geht's! So, da sind wir. Hallo! Hallo! Ja, was gibt's denn hier bei euch so Schönes? Wir haben Schaumküsse in 40 Sorten mittlerweile. Wir haben köstliche Pralinen, wir haben Sahnetrüffel. Was im Moment ein ganz großer Hype ist, ist Dubai-Schokolade. Dubai-Schokolade. Mit 100% Fisch und Pistazien und Kadiffäden ist das neue Gold. Dazu haben wir natürlich auch noch Sahnetrüffel. Kann ich euch mal was anbieten zum Probieren? Oh, da sagen wir aber nicht nein, oder? Ja, was kannst du denn uns empfehlen? Das ist wie mit dem Wein, der eine rot, der andere weiß, der dritte rosé. Wenn Sie mir sagen, was Sie möchten, dann kann ich Ihnen was empfehlen. Ich mag ja sehr gerne Alkohol und weiße Schokolade. Alkohol nehmen wir immer. Ne? Dankeschön, sehr lecker. Dann können wir noch weitergehen. Boah, ist sehr gut, ey. Hallo. Herzlich willkommen im Bürstenland. Abstauberbürsten, Hundebürsten, Pferdebürsten, Rückenkratzer, Gärtnerbürsten, Ärztebürsten. So, jetzt gibt's hier Käse. Ich liebe Käse. Dann schauen wir mal. Guck mal, die heiße Heidi, die probieren wir jetzt mal. Lecker. Tomaten-Olivenkäse mit roter Rübensaft und Kräuter. Ist richtig fein. Oh, dann probieren wir den jetzt auch nochmal. Lecker. Oh ja. Oh. Dusch- und Badebürsten, Hand- und Nagelbürsten, Gesichtsmassagebürsten, Babybürsten, Hundebürsten, Pferdebürsten, Heizungsreiniger, Stubenbesen. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Was wird denn hier gemacht? Es werden Schinken-Zwiebelbrötchen. Die kommen aus dem Thermomix, ne? Der Teig kommt aus dem Thermomix, den haben wir da zubereitet. Der kommt jetzt aber gleich noch in den Backofen und in 20 Minuten haben wir dann frische Brötchen. Also das heißt, in 20 Minuten muss ich nochmal herkommen? Biene Maya, hallo, ich komme jetzt einfach mal hier dazu. Was macht ihr denn hier Schönes? Wir verkaufen unsere Produkte. Und was ist hier? Gibt es hier so ein super Infa-Spar-Angebot? Ja, also wir haben einmal das Angebot 4 Beutel für 5, 10 für 10 und wir haben sogar noch eine Special-Tasche, da gibt es eine Tasche sogar mit dazu, 20 Beutel für 25 Euro. Da passen aber ganz schön ordentlich was rein, ne? Ja. Da passt schon. So, wir müssen uns jetzt beeilen, denn die 15 Minuten sind rum. Wir müssen zum Thermomix. Gehen jetzt einfach hier mitten durch so. Hallo, guten Appetit. Oh, da sind sie ja. Oh, und wie das duftet. Duft, ja. Kommt frisch aus dem Ofen. Oh, lecker. Tapezierbürsten, Hand- und Nagelbürsten, Kasserolenbürsten, Fassbürsten, Championbürsten, Babybürsten, Espressomaschinenschlauch, Milchablaufbürsten. Ja, Lukas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf jeden Fall echt voll. Und ich würde jetzt mal sagen, es weihnachtet sehr, denn wir gehen jetzt in die nächste Halle zu Christmas. Auf geht's. Hier wird ordentlich eingepackt, sehe ich. Ja, genau. Wir haben Geschenkverpackungen aus Stoff zum Wiederverwenden. Ja, oh, perfekt. Versiegelten Kanten, dass die nicht ausfransen. Ach nein. Klebestreifen aus Stoff im passenden Motiv, auch zum Wiederverwenden. Und damit kann man dann ganz einfach nachhaltig seine Geschenke verpacken. Oh. Lecker, oder?
Richtig lecker. Und du sorgst hier, dass, und du guckst, dass hier alles gut läuft? Genau. Ich sorge für Nachschub vorne am Tisch. Alter, was es hier alles gibt, ne? Sogar der Schlitten vom Weihnachtsmann gibt's hier. So, jetzt gehen wir schon in die nächste Halle und jetzt machen wir eine kleine Weltreise. Denn hier ist der Bazar der Nationen. Ist das warm hier. Sie belasten kein einziges Gelenk, anders als bei normalem herkömmlichen Muskeltraining. Und sie erreichen alle Muskeln, auch ja, innere. Sie sehen es gerade. Ja. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal. Thermomix-Bürsten, Thermomix-Messerbürsten, Glas- und Metallstrohhalmbürsten, Weißbierglasbürsten, Weinglasbürsten. Bürsten! Ich nehme sie alle. So, ich bin voll. Ich bin geschafft. Also es war heute echt ein cooler Tag hier. Und ich würde einfach mal sagen, ich bleibe hier liegen und damit zurück zu dir ins Studio, Florian. Und erstmal gute Nacht. Monatelange Verträge, gefährliche Fahrten, keine gemeinsame Sprache. Für Seeleute gibt es viele Probleme an Bord ihrer Schiffe. Die deutsche Seemannsmission hilft, unterstützt und bietet ein offenes Ohr. In Bremen an 365 Tagen im Jahr und das seit 170 Jahren. Für viele Seeleute ist die kirchliche Einrichtung eine wichtige Abwechslung vom harten Schiffsalltag. Matthias Papst berichtet. Die Weser Stahl bringt Erz aus Norwegen in den Bremer Industriehafen. Der Frachter pendelt im 14-Tage-Rhythmus zwischen Skandinavien und Deutschland. Für die Crew bedeutet das monatelanger Dienst, weit weg von zu Hause. Ja, wir verpassen viel. Letzten Monat zum Beispiel, da hatte ich Geburtstag. Und ja, meine Familie habe ich da schon vermisst. Aber heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Und außerdem sind wir hier an Bord wie eine Familie. Wir verbringen ganze 6 Monate zusammen. Das heißt, wir kennen uns sehr gut. Vanessa Kamrath ist für viele Seeleute, die in Bremen Station machen, ein gern gesehener Gast. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Seemannsmission, fährt täglich raus zu den Schiffen und unterstützt dort, wo sie kann. Geschichten von Sorgen und Nöten kennt sie viele. Ich hatte einen philippinischen Seemann betreut und sein Kind war kurz davor, geboren zu werden. Und er war ganz traurig, dass er nicht dabei sein kann und die Geburt verpassen wird. Und hat sich dann aber bei uns im Club auch ins WLAN eingeloggt und sich eine SIM-Karte gekauft, damit er immerhin mit seiner Frau in Kontakt bleiben kann und weiß, wann es denn soweit ist und ein Bild von seinem Sohn überhaupt empfangen kann. Kamrath und ihre Kollegen bringen Zeitungen, Schokolade und vor allem SIM-Karten mit. Denn der Kontakt in die Heimat geht vom Schiff aus oft nur via Satellit und das ist kostspielig. Im Jahr kommt die Seemannsmission so auf rund 2000 Schiffsbesucher. Wer das Schiff dann auch mal verlassen möchte, kann den Seamen's Club der Seemannsmission besuchen. Hier gibt es Kaffee, WLAN oder eine Runde Billard für die Seeleute. Eine gute Abwechslung zum manchmal schwierigen Alltag auf dem Schiff. Im Prinzip kann man sagen, dass fast alle ihre Frauen, ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Familie vermissen, auch ihre Freunde. Viele können auch nachts nicht durchschlafen, sind überarbeitet, gestresst und einfach übermüdet und sind dann einfach auch froh, wenn sie dann die Zeit haben und wir uns auch die Zeit nehmen, sich einfach mal kurz, selbst wenn es nur 5 Minuten sind, mit uns zusammen in Ruhe hinzusetzen und ein bisschen zu reden. Seit 170 Jahren ist die Seemannsmission für die Seeleute da. Ein bisschen zu Hause in der Fremde will sie bieten und manchmal entsteht daraus sogar ein bisschen mehr. Ich habe zu Beginn meiner Zeit vom FSJ eine Philippiner betreut, die hier ganz lange war für viele Wochen. Und wir haben immer noch Kontakt. Sie ist jetzt gerade vor ein paar Wochen Mutter geworden. Und dann haben wir uns darüber auch ausgetauscht. Und da ist schon irgendwie auch eine Freundschaft entstanden. Ist, was um die Ecke wächst. So lautete das Motto der diesjährigen Regio Challenge. Im September sollte bewusst der Fokus auf regionale Lebensmittel gesetzt werden. Ein Ort, wo regionales und saisonales Obst und Gemüse herkommt, ist der Gut Adolfshof in Lehrte-Hemlerwald. Und das seit 1827. Meine Kollegin Katja Albrecht hat den Traditionshof besucht. Wer Lust auf Natur und Landwirtschaft hat, kann eine Hofführung der besonderen Art erleben. Eine solidarische Landwirtschaft
auf dem seit in etwa 1825 bestehenden Gut Adolfshof. Der Hof hat sich langsam entwickelt, nachdem die ersten Flächen frei wurden. Seit 1952 ist es einer der ältesten biologischen Betriebe in der Region Hannover. Gleich am Eingang befindet sich eine alte Streuobstwiese. Freunde der Obstwiese, wie sie genannt werden, sammeln und pressen das Obst und schneiden die Bäume. Seit 25 Jahren ist Sabine Adam Pächterin vom Gut Adolfshof. Hier haben wir verschiedene Dinge, die besonders sind. Zum einen haben wir einen gemeinnützigen Träger, die Berneburg-Stiftung. Zum anderen sind wir drei Initiativen, zwei gemeinnützige und eine Wirtschaftsinitiative, wir als Landwirtschaft. Wir haben hier Bildung, wir haben Sozialtherapie und wir haben eben Landwirtschaft mit Verarbeitung und Vermarktung. Und die Landwirtschaft hier ist eben sehr lange schon biologisch dynamisch. Und wir bemühen uns eben schon sehr lange um einen geschlossenen Betriebskreislauf, also um ein nachhaltiges Wirtschaften, das sozusagen mit einer Tierhaltung, die flächenbezogen ist, sozusagen auf lange Zeit so funktionieren kann, ohne dass wir von außen viel einführen müssen oder eigentlich fast gar nichts. Interessant für die BesucherInnen ist die Orientierungstafel vom gesamten Gutsgelände. Wo befindet sich zum Beispiel Hofladen, Gutshaus, Werkstätten der Sozialtherapie, Stallungen der Ziegen, Kühe und Schweine. Hier beginnt auch die Hofführung. Es gibt auch eine kleine Käserei, in der die handwerkliche Milchverarbeitung stattfindet. Von der Milch bis zu Hartkäse, also auch Joghurt, Quark und Weichkäse können im Hofladen erworben werden. Anschließend geht es zum Felderplan. Die Gesamtfläche vom Grundstück beträgt 155 Hektar. Davon werden 130 Hektar für die Landwirtschaft, wie Weideflächen, Ackerflächen für Getreideanbau genutzt. Ebenso ins Landschaftsbild sind mittlerweile 8 Kilometer Hecken und 9 Teiche, sogenannte Vernetzungszonen, für Wildtiere entstanden. Zudem gibt es eine ca. 5 Hektar große Anbaufläche für die solidarische Landwirtschaft. Sie wurde 2013 gegründet. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur 4 Sorten Gemüse, sondern wir haben 60 bis 70 Sorten Gemüse und Kräuter, weil unsere Mitlandwirte, wie wir sie nennen, jede Woche beliefert werden und jede Woche natürlich einen Salat und Gemüse bekommen und Kräuter. Die Anbauflächen liegen im dritten Jahr nicht brach, sondern werden zum Erhalt der Artenvielfalt zum Beispiel mit Sonnenblumen bepflanzt. Im nördlichen Teil ist ein neues Wohnraumgebiet entstanden, wo vor 3 Jahren auch eine Storchenfamilie eingezogen ist. Das Nest ist noch zu sehen, die Vögel jedoch sind schon gen Süden geflogen. Wir sind hier ein kleines Dorf, wir wohnen etwa 100 Leute. Also man kann hier wohnen, wenn man hier arbeitet. Wir haben natürlich Mitarbeiter aus dem Bereich der Sozialtherapie, der Bildung und eben der Landwirtschaft. Und von daher ist das hier eine sehr bunte Mischung. Die BesucherInnen erleben eine Hofführung von den Stallungen der Tiere mit einem Einblick beim Melken. Weiter geht es zu den Scheunen mit Strohballen, dem Winterfutter. Frau Adam erklärt und beantwortet Fragen zu den einzelnen Stationen. Anschließend führt der Rundgang zu den freilaufenden Tieren auf den Weideflächen. Selbst vor den Gehwegen machten die Hühner nicht Halt. Die Hofführung endet beim Gemüseanbau, wo die Kohlsorten wie der Rosenkohl auf der Freifläche zu sehen ist. Auch unter den Gewächshäusern sind noch Restbestände von Tomaten und Auberginen nicht restlos abgeerntet. Die TeilnehmerInnen zeigen sich begeistert. Bei der Führung beim Gut Adolfshof fand ich am spannendsten dieses ganze Zusammenspiel von den Tieren und wie sie dann den Dünger wieder verwenden, um die Felder zu düngen. Dass alles ein einzelner Kreislauf ist. Und wir selber sind halt auch überlegen, ob wir eine solidarische Landwirtschaft, einen Anteil uns daran beteiligen möchten. Und darum haben wir uns das heute mal angeguckt. Und ja, wahrscheinlich werden wir auch tatsächlich darauf zurückkommen. Ich fand halt auch einfach so schön, weil man gesehen hat, dass wirklich alles natürlich hier ist und nicht irgendwie groß alles gepflegt ist, sondern es natürlich gelassen ist und nicht, ja, es ist schön. Es ist toll mit anzusehen und auch schön zu sehen, dass da so viel Liebe mit drin steckt. Wir freuen uns schon auf die ersten Kisten, die wir dann bei uns abholen können. Und ja. Interesse geweckt? Dann nichts wie los.
Weiterhin findet monatlich eine Führung auf Gut Adolfshof statt. Stellen Sie sich vor, Sie wären aus dem Nichts in ein Raumschiff gebeamt und müssen sich im Cockpit mit Ihrer Rolle als Captain zurechtfinden. In Ihrer Not machen Sie sich auf die Suche nach einem neuen Planeten und fragen sich die Frage aller Fragen. Ist die Kolonialisierung eines neuen Planeten überhaupt möglich und richtig? Genau das passiert Akos und Esinam im Theaterstück Now Black Heroes. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze ausgeht, dann gehen Sie morgen um 19.30 Uhr in den Ballhof 2. Tickets gibt es bereits ab 5 Euro. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind wie gewohnt morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin haben Sie einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.